Ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt in der nächsten Zeit hier wegzugehen. Hof war schon immer geil. Hof war kulturell immer geil. Wir haben das Kunstkaufhaus, wir haben die Linde, wir haben leider den alten Bahnhof ein bisschen verloren. Wir haben die alte Filzfabrik und wir haben noch andere Ecken. Avalla, für eine Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern haben wir ein Kulturangebot, das seinesgleichen sucht. Ich fand einfach, dass Hof wie so ein kleiner Teil von Berlin sein könnte. Und ich glaube, dass Kunst eine Form von Freiheit ist und Freiheit braucht und Freiheit gibt. Das ist die freie Rede, die man praktiziert mit der Kunst. Und Kunst ist ja so ein Raum, der viel Freiheit bietet, indem man Dinge sagen kann und denken kann, die vielleicht sogar unerhört sind. Ne? Kunst ist das Schöne, Freude. Man sagt auch die schönen Künste. Es ist einfach das Schöne im Leben. Kunst und Kultur erlaubt eine Sicht der Dinge, also auch eine Sicht von demokratischen Dingen, nämlich ich stimme zu, ich stimme nicht zu, zu machen. Ich male tatsächlich jeden Tag. So verarbeite ich die Dinge, die ich sehe. So viele Erzählstränge sind es gar nicht in Giefenschaf, sondern überwiegend zwei. Und dann habe ich hier halt einmal den Sascha, einmal den Max. Es gibt so viel Schönheit zu entdecken und zu sehen. Auch gesellschaftlich und im künstlerischen und im musikalischen Sinne. Werner hat sich immer als Avantgarde verstanden und so ein bisschen möchte ich da natürlich auch bleiben, völlig klar.